Servus, liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zu einem besonderen Moment mit meinem Krieger. Und zwar meine allererste Mythic Plus mit dem Furor-Krieger. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich mit Item Level 163 in eine Plus 2er reinzusneaken. Dementsprechend, der Damage wird wahrscheinlich nicht allzu krass werden. Aber darum soll es an dieser Stelle auch gar nicht gehen, sondern ja, ich möchte an dieser Stelle einfach nur hier durchkommen und am Ende eine Weekly Chest bekommen. Einfach nur, um mir den Start, sage ich mal, ein bisschen einfacher zu machen. Und immerhin in so einer Gruppe zumindest mal ein bisschen DPS gemacht. Also ganz so schlimm ist es auch nicht, wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich da reingekommen bin. Dank dem Herrn Fierce, der mit seinen 220 plus mit mir angemeldet hat. Und so kommt man dann doch immer mal in eine Instanz rein. Sind auch noch andere hier, die das genauso machen. Also der Tank plus der Healparler. Der Tank hat auch gerade mal so viel Life wie ich, glaube ich. Und der Parler schleift ihn hier mit durch oder hat für die Anmeldung gesorgt. Und auch der... Ach, toll, schön gewastet. Und auch der Dude, dem der Key gehört, hat jetzt nicht allzu... allzu krasses Gear. Von daher, wenn ich das so beurteilen darf, würde ich sagen, hier hatten alle dieselbe Idee, mehr oder weniger. Einfach kurz vorm ID-Reset noch schnell einen Key mit dem Twink snacken. Dementsprechend, I don't care, wie der Run läuft. Hauptsache, wir schließen das Ding ab. Und ich krieg eine Weekly Chest am Ende. Wenn es nur ein Item hier drin gibt, das wäre natürlich noch nicer. Aber muss nicht. Ja, da wollen wir jetzt mal nicht noch unverschämt werden. Ansonsten 163 Item Level. Ich hatte Glück, beim World Boss ist mir was gedroppt tatsächlich. Und ansonsten habe ich mich ein bisschen aus dem Auktionshaus gegiert. Und danach, ich glaube, eine HC habe ich gemacht tatsächlich. Ansonsten war es das. Muss ja auch nicht sein. Jetzt geht es einfach nur noch darum, so schnell wie möglich da einen Keystone durchzuballern. Ich hätte sonst wahrscheinlich auch einfach eine Gruppe aufgemacht für eine M0. In dem Fall, da wir jetzt aber kurz nach 11 haben und in weniger als einer Stunde Burning Crusade Classic losgeht, hat man jetzt nicht mehr so viel Zeit. Das Ganze musste etwas schneller gehen. Von daher, ja, halt auf diesem Wege. Schauen wir mal, was am Ende rumkommt, ob ich es schaffe, über den 2k TPS zu bleiben, über die gesamte Ini. Wir werden sehen. Zack. Ich muss sagen, ihr hattet mir auch geschrieben, ich hätte eine gute Wahl mit dem Fury getroffen, dass er sehr viel Spaß machen würde. Und bisher muss ich tatsächlich sagen, klar, das Gear ist noch ziemlich low. Darum ist es noch nicht ganz so krass. Aber davon ab geht das eigentlich ganz gut klar hier bisher. Upsi, da habe ich von irgendwem Aggro. Ja, von dem Goliath. Der knuspert mir so ein bisschen ins Gesicht. Weiter geht's. So, die sind alle dead. Dann dem jetzt noch schön ein bisschen Condemn ins Gesicht drücken. Zack. Mächtiger 3K-Crit. Na gut, mit Fierce komme ich leider noch nicht ganz so mit.
Sind auch nur knappe 60 Item-Level Unterschied. Lecce habe ich übrigens auch noch nicht. Dafür blieb heute auch keine Zeit. Wie das halt so ist. Schwer beschäftigt gewesen. Aber die Gruppe da, die riecht doch schon wieder nach einem satten Bladestorm, habe ich so im Gefühl. So, Wuteffekt ranholen und dann zack. Schön da reinäumeln. Ja, fast 4K. Geht. Geht, geht. Das Schöne an so Low-Keys ist eigentlich immer, dass das Ganze sehr, sehr schnell geht. Das gefällt mir immer ziemlich gut. Boy, jetzt wird's... Jetzt kommen die kleinen Fliegeviecher. Ich gebe mal meinen Schaut sicherheitshalber mit. Was ich sagen muss, was mir gut gefällt beim Worry aktuell, ist, wie er sich im... Oder wie man den AE spielt. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Und sorgt eigentlich auch immer dafür, dass man ohne groß jetzt, dass man was aufbauen muss, zumindest ein bisschen in eine Gegnergruppe reinholzen kann. Das finde ich ganz cool. So. Oh, da ist ja noch einer da hinten. Ups, gar nicht gesehen. Ne, da gehe ich mal lieber raus. Och. Junge, bleib halt stehen. Ich will ja nicht, dass es noch hier ein Unheil gibt. Stehen die nah genug, dass die beide abkriegen? Ich glaube schon. Und ich liebe Charge. Das macht auch extrem viel Spaß. Man ist doch sehr, sehr mobil. So. 30 Minuten haben wir noch für drei Bosse und ein bisschen Trash. Sollte, glaube ich, klar gehen. So. Hier schön rein. Ah, da hat er einen Speer gezogen. Sehr gut. Das ist vertretbar, würde ich sagen. Der steht nicht so geil. Und komm, stirb. Sehr gut. So, Boss Nummer 2. Sollte jetzt, glaube ich, nicht das größte Problem werden. Da jumpen wir mal schön hin. Ziehen unseren ersten CD. Und weiter geht's. Nein, bleib hier. Unübertroffen. Erlebt wahren Glanz. Gut. Da jetzt so im Single-Target. Da merke ich dann doch halt krass, dass mir das Gear abgeht. Nein. Unübertroffen. Damn it. Eure Siegkraft ist euer Untergang. Ja, saftiger 1,8k DPS, das sieht doch brutal gut aus. Zwei DDs hinterm Heiler. Man kennt es. Wir opfern, weil wir müssen. Bürdensterblicher behindern nur. Damit sind wir eigentlich auch schon zu, würde zumindest mal sagen, so 70% durch. Trash kommt jetzt nicht mehr viel. Bosse sollten eigentlich auch recht schnell fallen. Haben wir dann auch wieder Kampfrausch am Start. Und dann sind wir auch schon durch. Wie gesagt, das macht halt immer Spaß, finde ich. Wenn man hier dann einfach so ein bisschen durchrushen kann. Irgendwie macht es, finde ich, auch mehr Spaß, seinen Char zu gieren, wenn man gerade so aus dem blauen Bereich kommt. So frisch vom Leveln. Und dann das erste Mal in die epixe Welt
übergeht. Könnte Two-Chest werden. Ja, aktuell sind wir ganz schmatzig dabei hier. Und Pull. Oh, da habe ich den Monk schon reinlaufen sehen. Aber mal mit Anlauf ins Verderben. So, hier haben wir, glaube ich, nichts, um da zu skippen. Nee, sieht nicht so aus. Come on. Yes. Gerade noch rechtzeitig den Kick durchgekriegt und dann der Blade Storm hinterher. Das schmeckt uns. Da habe ich keinen Kick für. Toll. So. Was mich ein bisschen verwundert, oder bei mir ist ja jetzt schon länger her, dass ich mal Furor-Krieger gespielt hatte, geschweige denn Krieger. Ich hatte in Erinnerung, dass der ein bisschen mehr Tasten hat. Es ist irgendwie relativ wenig, wenn ich das so sagen darf. So, ich hoffe hier reiten alle jetzt mit. Zack. Kleiner Jumpy Boy. Und da ist der Shami dead. Schön den Speer mit der Brust genommen. Passiert den Besten, würde ich sagen. Ich glaube, das wird auch nicht reichen. Nur noch mit der anderen Speergruppe da drüben. Da wird man, glaube ich, noch eine Gruppe mehr benötigen. So. Na komm, hier können wir mal einen kleinen Blade Storm. Ach, dammit. Not enough percent. Dass die Leute Bescheid wissen. Nicht, dass wir dann hochfliegen. Ich finde, es gibt nichts Nervigeres, als wenn du hier unten rumeimerst, dann hochgehst und dann musst du nochmal nach unten, weil du nicht genug Trash vorher gespielt hast. Das ist ein bisschen ätzend. Von daher hoffe ich, dass der Tank das gelesen hat und dass wir gleich noch eine Gruppe spielen, bevor wir da jetzt hochspringen. Come on, mighty DPS. Über 2k im Single-Target, das... Wir brennen den Boss quasi runter hier. Dammit. Ich hatte gehofft, er zieht ihn in die andere Richtung. Dann noch einen schönen Blade Storm rein. Sexy. Und dann haben wir auch schon wieder Recklessness ab. Und dann geht's weiter. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Video gesagt. Das macht auch ziemlich viel Spaß, finde ich. Dass man hier wirklich mehrere oder so kurze CDs hat. Finde ich ganz gut. Und der Tank hat's gelesen. Perfekt. So, einfach Rinder. Können wir noch ein bisschen Mighty DPSen. Krieg ich es noch hin, Blade Storm hier wieder abzubekommen? Ich glaube nicht. Na jetzt, aber es lohnt sich, glaube ich, nicht mehr. So.
Das ist erledigt. Sehr schön. Und dann haben wir jetzt noch drei Trash-Mobs. Und Boss. Und dann sind wir auch schon durch. Wie lange hat das jetzt gedauert? Viertelstunde? Plus, minus? Glaube ich. Also, mein Tipp, Miracle Whip. Und, wenn ihr habt, sucht euch einen Mate, der euch dabei hilft, für Low-Keys anzumelden. Dann habt ihr wirklich gute Chancen, noch in irgendeiner Form in den Key reinzukommen. Selbst mit einem Twink, der gerade frisch Level 60 ist oder noch nicht allzu lange. Guck mal, was habe ich im Plate auf 60? Eine Stunde 49. Also nicht allzu viel. Und, weiß ich nicht. Ich sag mal so, gerade jetzt hier auf diesen Low-Keys ist das meiner Meinung nach vollkommen wurscht, ob da jetzt jemand richtig viel Gear hat oder nicht. So krass sind die Mechanics hier drin dann auch nicht, als dass man da wirklich Gear bräuchte. Und ich sag ja auch immer, weiß nicht, wenn man das Ganze ein bisschen beschleunigen kann, auch mit dem Gieren, hat man halt schneller Spaß mit seinen Chars. Also zumindest mir geht es so. Das Endgame mit Mythic Plus, mit vielleicht Raids, mit Gear, das ist dann doch das, was ich wesentlich cooler finde. Mein nächstes Ziel, was ich auf jeden Fall brauche, sind dann die 170 Item Level, dass ich in den LFR komme, damit ich dort meinen Legendary rausziehen kann. Danach geht's Torgas, dann wird's Leggy gebaut. Und dann denke ich, wenn ich vorher nicht schon ein bisschen Mythic gemacht habe in irgendeiner Form oder einfach HC Dungeons, keine Ahnung, werde ich die Pakt-Kampagne spielen. Und dann ist man in der Regel, wenn alles gut läuft und man irgendwie noch ein bisschen Anima durch World Quests oder so bekommen hat, schon auf dem Weg, wo ich sagen würde, keine Ahnung, dass man um die 190 Gear am Start hat. Wenn man vorher auch mal eine Chest abgeschmatzt hat, so auf dem Wege, wie ich das jetzt mache. Das sollte eigentlich relativ reibungslos gehen. Und dann ist man meiner Meinung nach auch schon mal wesentlich spannender unterwegs im Spiel. Weil ich sag mal, gerade jetzt ist mein sechster Char. Mit ein paar hat man auch schon recht viel gespielt. Hat einige Innis. Oder hat jede Inni schon ziemlich oft von innen gesehen. Und ich weiß nicht, da muss ich nicht noch... Ich bin so dumm. Was habe ich denn da jetzt gesehen? Oh, crap, ey. Ich dachte, das wäre die... Ich hoffe, ihr habt das auf den Kopf hauen gehört gerade. Oh, boy. Herrlich. Wäre auch langweilig. Maschine schreibt. Ah, shit, ey. Ja, das passiert dann halt auch. Ich war so im Damage-Rausch, ja. Da kann einem das schon mal passieren. Dass man die Flächen falsch deutet. Was habe ich denn da gesehen? Ach, das habe ich gesehen. Die oh boy, das ist Weltklasse. Auch noch schön in die Detonationsfläche reingestellt. Nice. Da liegt sie. Die I'd crit dead. Sad. Ja, das können wir eigentlich perfekt hier nehmen als... Gibt ein schönes Thumbnail. Krass unterwegs. Zack. Ah, der doch, der hat getroffen. Und damit ist die Inni durch. Mehr oder weniger. Letzten 60k. Dieser Speer soll euer Herz durchbohren. Immerhin auch sage und schreibe 380 DPS zu diesem Fight beigetragen. Besser als nichts, definitiv. Und 3 Chest. Auch nice. Jetzt hoffe ich, dass Loot für mich droppt. Nice, vielen Dank.
Die haben alle nichts bekommen. Nein! Okay. Nein, nicht raus, Portenpala! Shit, er hat rausgeportet. Aber Fierce ist der Boy. Ah, Meet Me in Oribos. Perfekt. So. Gut, da habe ich schon 171. Ja, ist ja egal. Fierce hat mir den Halsreif gegeben. Sehr schön. Das gibt uns einen kleinen Boosterino. Und da ist der Pala. Der gibt mir das. Dann sagt man dem auch nochmal. Ups. Thanks. Und damit haben wir jetzt 2 Items gekriegt. Von 163 auf 165. Besser als nichts. Was haben wir für einen Key? Die andere Seite plus 2. Gut, den werde ich eh nicht mehr laufen. Und ja. Auf jeden Fall gibt es dann morgen noch eine Chest. Wo hoffentlich keine Armschienen und kein Halsreif drin ist, sondern irgendwas anderes. Und dann dürften wir schon, was ist denn das für ein Item? Level 200, glaube ich, oder 203? Dürften wir schon auf dem Weg in Richtung, je nachdem, was für ein Item es gibt, eine Waffe zum Beispiel, da wären wir definitiv bei 170 dann, so in dem Dreh. Und dann können wir durchstarten. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und damit bis zum nächsten Video. Habt noch ein schönes Wochenende. Reingehauen.